wall. Puh. 8 Stunden. Oh mein Gott, 8 Stunden haben wir zur Verfügung. Das ist fantastisch. Wir haben keine Streamkamera gerade. Tut mir leid. Weil ich den Adapter kaputt gemacht habe, ansonsten hätte ich keine andere anschließen können. Aber so geht es nicht. Darf ich diese Kamera jetzt? Werde damit den Vlog machen, das ist mir auch viel wichtiger. Der Streamshot sehe ich eh keine Ahnung. Ich habe richtig viel zu tun heute Morgen. Richtig viel. So, einfach mal ein Licht an. Jetzt können wir mal hier hinten Licht an. Dann machen wir hier hinten ohne Licht an. Und dann geht es los. Im Grunde genommen jeden Morgen das gleiche Ritual. Licht an, dann wird vorbereitet, rausgepackt, dann wird gefrühstückt. Hoffe ich immer so. Danach ist der ewige Kampf gegen das Chaos hier angesagt. Ja, und dann warten auf Kundschaft. Gut, ich bereite vor. Und zwar Rad Nummer 1. Ne, das bereite ich nicht vor, das mache ich gleich fertig. Pookie Skyrider. Vorderrad platt, wieder mal. Moin Meister. Moin. Na du, ist alles klar? Ja. So, erster Auftrag fertig. Gut, dann mach deine Arbeit weiter. Ich mach mal. Dann lass dich nicht stören, bis später. Bis dann, ciao, ciao. So, jetzt der Auftrag einer etwas, ich muss es leider so sagen, komplizierteren Kunden. Na, die Dame war ein bisschen kompliziert. Das war so eine, na, das weiß ich nicht, das müssen Sie mir sagen, deswegen komme ich ja zu Ihnen. Also wenn ich frage halt, ob der, ist der Schlauch noch okay, hält der die Luft? Steht nur um den Ernst. Ja, ist er gerissen. Ja, einmal frei. Also hier hat man es, hier sieht man es. Das, was ich erklärt habe hier, da ist ein Draht drin. Das kann ich euch auch mal zeigen. Das habe ich ja echt noch nie so gehabt. Hier ist der Draht rausgerissen. Aus der Seite des Mantels. Dadurch hält der Mantel natürlich in keinster Weise mehr auf der Felge. Das ist wirklich ein Ding. Das ist der Drahtreifen und so rutscht der natürlich immer wieder runter. Wenn der raus ist, rutscht der immer runter. Man kann ihn hin und her schieben. Man denkt immer, ja, nu, ist ja nicht kaputt, aber er rutscht runter. Deswegen komme ich ja zu Ihnen, was Sie mir das sagen. Boah, ey, so was Schnippelchen. Ich kann so was überhaupt nicht. Warum so teuer erst? Und dann sage ich, na, ist denn der Reifen, ist denn der Schlauch selber noch gut? Wo soll ich denn das wissen? Das müssen Sie mir sagen. Nein. Geht ja nicht. Ich sage, na, dann wären es halt 6 Euro weniger. Deswegen frei. Ja, wenn man keinen neuen Schlauch einbauen muss, der kostet halt 6 Euro mehr, dann sind es 6 Euro weniger. Das ist ja nun auch egal. Kotzbrech, kennt. Ich meine, kriegt mich ja, ich weiß gar nicht, warum ich mich darüber aufkriege gerade, aber das regt mich halt auf. Fakt ist,
Was das, wenn es so aussieht hier, ist es natürlich ja, ist das nicht mehr brauchbar. Also den kann man vergessen. Der passt doch nicht rein. Ich wusste, ich muss jetzt zweimal. Das ist einfach die Rache dafür, dass ich einen Stromaufträger, ey. Fertig. Haben wir drin einen schmaleren als der Vorgänger, weil durch diese Anti-Platt-Einlage baut der ein bisschen höher auf, eigentlich, ne, der Reifen. Und dann passt der 37er passt hier nicht mehr dazwischen. Und hier kann man nicht mehr nach oben stellen wegen dem Reflektor. Das ist das Problem. Ansonsten könnte man ja jetzt Schutzblech nach oben, aber geht hier nicht wegen. Da stößt es schon an. Da ist einfach kein Platz. Also muss ein schmalerer rein, der auch sehr gut passt. Das sieht schon in Ordnung aus. Das kann man schon mal machen. Also beachten, diese Anti-Plattmäntel bauen immer ein bisschen mehr auf, als was drauf steht. 37 mm bei dem alten sind hier 38, 39 mm. Und das ist halt 2 mm zu viel. Portemonnaie heißt das. Porte? Monnaie. Porte Monnaie. So, zwei Kackhaufen vom Laden. Die muss ich mal wegmachen natürlich. Eieiei. Ich mal ein bisschen Papier. Koffer. Da ist schon was in der Tonne. Lucky, da liegt noch eine Gabel. Was? Da liegt noch eine Gabel von deinem Spielzeug. Oh. Ja, ja, ich bin ganz gut. Dahin. Nimm dir. Meine Frau hat gerade ein Paket von der Post abgeholt, aber sie ist nicht meine Frau. Nee, oder wie? Ich wollte ihm die Terminbestätigung zeigen, dass ich beim Bezirksamt einen Termin habe für meinen neuen Ausweis. Das interessiert ihn auch nicht. Die wollten dir das Paket nicht geben? Nee. Ich habe aber keinen Führerschein und ich habe auch keinen Reisepass. Muss ich ja aber nicht. Du hast eine Versicherungskarte. Und da wollten sie dir das Paket nicht geben? Nee. Und dann haben sie lieber der Frau hinter dir in der Schlange gegeben, die eigentlich völlig fremd ist, für die du aber deine Vollmacht unterschrieben hast, weil sie das angeboten hat, dass sie für dich ein Paket abholt. Genau. Und das haben sie gemacht. Ja. Die Post ist bescheuert. Da muss man mal öffentlich stellen. Eigentlich muss man eine Kritik so. Er meinte noch zu mir, naja, da müssen sie jemand die Vollmacht unterschreiben lassen, dass. Nee, müssen sie die Vollmacht unterschreiben, dass jemand anderes das abholt. Und dann hat sie sich hinter mir gleich angeboten, naja, ich kann das doch nicht. Ist doch Quatsch, die schicken dich weg, aber dann kann jemand Wildfremdes kann das mit einer Vollmacht für dich abholen. Ja. Obwohl sie dich ja gar nicht kennen, aber dir geben sie es nicht persönlich in die Hand. Nee. Was ist denn das für eine Lücke? Vor allen Dingen haben sie auch gar keinen, ich meine, ich unterschreibe das ja, aber die haben ja gar keinen Nachweis, dass es meine Unterschrift ist. Das ist deine Unterschrift, das ganz genau. Da kann ja sonst wer kommen und irgendeine Vollmacht. Aber das ist ja auch nicht versichert. Alter, ist das schlimm. Ist das schlimm, ey. Nachschub ist da, Mikrofone, GoPro kompatibel.
alles die Superschule. So, ich stecke um. So, jetzt haben wir neu bestückt. Dann hoffe ich, dass es besser ist jetzt. Dass es nicht mehr knattert und nix. Beim Schütteln, beim Rütteln, beim Autofahren. Etc. Ja, das hört man. Das ist wohl ein richtig schönes Frühstück mit Kaffee und allem, ist ein Ding. Mama muss, aber Papa, Mama kommt 8 Uhr nach Hause. Ging sie schon da aus. Da war eine Menge von denen. Ja, jetzt haben wir eine Menge davon. Das ist doch wirklich nett. Sehr nett. Ja, ungespritzt. Möchtest du eine probieren? Nein. Warte mal, ich hole euch eine raus. Mal beißen? Ist sehr lecker, Lumen. Ich mag nichts. Willst du ein kleines Stück? Nein, ich will gar nichts. Willst du mal riechen? Mann? Es riecht sehr lecker. Sexy Lady. Lumen, du hast die angefasst, also musst du die essen. Nein, muss man gar nichts an. Ich werde die nicht angefasst und dann kommt essen. Was? Du bist ein Quatschkopf. Ihr seid beide Quatschköpfe. Man sagt aber immer so, wenn man irgendwas angepasst hat, muss man es essen. Ja, sexy Lady. Na ja, guck mal, hier ist ja auch eine Schale drum, eine Hülle drum. Wenn du jetzt irgendwas anfasst, was irgendwie ein Stück Kuchen so, oder stimmt, so, irgendwas, was offen ist, dann solltest du es auch essen. Nicht die Schale, das ist ja egal. Zahle ist ja voll egal. Ja, wir sind Zahle. Schmeckt gut. Ja, deswegen will ich den nicht essen. Ich esse die Pflaume. Nein, esse ich nicht. Das ist der goldene Apfel. Das schmeckt ein bisschen wie eine Bohne. Was ist denn deine Lieblingsfrucht? Apfel. Schmeckt nach Apfel schon. Banane. Schmeckt es auch? Und dann doch Grünmeister. Da alles? Da haben wir Geschenke gekriegt. Pflaume, guck von mal. Von einer Frau. Okay. Unsere Nachbarin. Guck mal, die sieht aus wie ein Apfel. Ja, ich dachte erstmal, es wäre ein Apfel. Ja, und sie meinte, es ist ganz gut, weil wenn sich die morgen kennenlernt und dann 2 Wochen nicht sieht, ist es vielleicht schon zu lange. Ne? Dass man dann wirklich erst in 2 Wochen beginnt. Was auch total gut ist, weil ich habe dann Urlaub. Warte mal. Blumensack ist auch gar nicht so gut. Du denkst jetzt auch dann mit der anderen Blumen. Das ist krank, du bist nicht krank. Das ist solche Blumen. Da war ich sehr traurig. Ich habe mich dann auch 1000 Mal entschuldigt dafür, aber ich fängt jetzt auch an, mich zu beschimpfen. Ich dich auch. Das hab ich doch gebastelt. Genau. Anouk möchte mir wieder helfen. Ja. Was machen wir jetzt zum Vorderrad einbauen? Wir bauen das Vorderrad ein. Na, weiß ich nicht. Machen wir das? Mhm. Wir bauen das Vorderrad ein. Papi. Okay, hier, passt auf kurz auf die Sachen. Nein. Da werden wir jetzt die Luft rauslassen, oder du? Ventil auf, Luft raus. Ich höre mal das Feuer. Bubble ist ganz fest hier.
Ja. So, gegenüber vom Ventil, das stecken wir rein und gegenüber vom Ventil fangen wir an. Ja. Jetzt muss es raus. Was denn? Der Schlauch? Achtung, stopp. Bitte. Erstmal alles raus. Überall auf. Okay. Dazu passt du hier rein. Guck, so rein. Okay. Dreh es einmal so rum. Genau, weiter. Weiter. Super. Jetzt holst du dir hier den Schlauch raus. Super. Hervorragend. Seite, wo es offen ist. Jetzt den Schlauch erst raus. Ja, aber wie? Die Seite, wo es offen ist? Ah. Genau. Pfui. Genau. Das ist das neue Vorderrad. Guck mal die Feder. Soll ich die Feder dann dran tun? Feder. Andersrum. Kannst du loslassen. Okay, reicht. Reicht. Jetzt kommt der Reifen. Jetzt gucken wir mal nach dem Reifen. Okay. Noch gut. Wow. Schon oben. Dann hier. Und jetzt hier. Einfach ziehen. Mahlzeit. Wo ist das denn hier? Da oben. Da, wo Exal steht. Und die Pumpe. Schipp. Genau, eine Seite festhalten, die andere Seite drehen. Wie brauchen wir denn? 3,5. Machen wir bei dem. Soll ich weitermachen? Du hältst das Fahrrad fest? Okay. Ja? Warte nur nach dieser Pumpe. Okay, Ausweis los. Ja. Ist die gut? Ich meine, das sieht ja schick aus. Wo kann man noch drauf fahren? Ja. Ehrlich? Ja. Stingray. Was ist so hier? Geile Kiste. Ein Stingray. Aber mit den eingezogenen ist das hier gut? Keine Kraft. Ist die gut? Ja, wäre schön sein, wenn wir es leiden. Ne? Was hast du? Ich wollte es verkaufen. Verhökern.
Ja, also ich hatte es halt schon nicht auf die Kamera bekommen, als ich klein war. Von meinem Dad. Das ist von den OG Choppers. Das gab ja, kennt ihr schon die Serie Pimp My Ride? Ja. Und damals gab es auch die Serie Pimp My Bike. Das wurde damals in Hamburger... Ja, mein Vater kommt auch von Oliver Kürt gekauft. Mein Vater. Achso, wer ist dein Vater? Das Fahrrad von Oliver Koritke. Das ist ja, die sind durch die Schmelzen verbindet sich das ja. Zeig mal, wie sieht das aus? Ist halt schon angefertigt irgendwie. Ui, schöner Sattel. Da muss man das erstmal wieder so rinkloppen oder was? Na, das wird zurückgebogen. Jetzt das ist verbogen, ne? Ja klar, ist ja so runter. Ne, wenn du da so richtig drauf sitzt, so als Erwachsener, ist jetzt das halt nicht. Jetzt kann ich aber fahren, Papa. Jetzt kann ich aber so fahren. Ist doch schlecht geschweißt. Hätten sie von unten schweißen müssen, hier von oben drauf. Guck also mal, so wird er dann zurückgebogen. Genau. Soll ich mal biegen? Ja, biegt, klar. Aber hau dir ja das nicht in die Fresse oder so. Also ich würde es lieber am Schraubstock wahrscheinlich machen. Ich sah schon drauf rum wie so eine Shopperbraut. So, ey, yo, das ist mein Chopper, weißt du, Oliver Koritke und so. Aber so passe ich drauf, ohne Sattel passe ich. Das stimmt, da kannst du auch treten anscheinend, wa? Ja, ohne Sattel geht. Ich fürchte, das müssen wir ausladen. Diesen Auftrag. Danke. Zeig mal deine Ruhe, Rudi. So, Königin Anouk, wir werden dann von dannen schreiten. Trödler gucken. Letzte Teil ab. Geschweißt. Hoffe ich. So, das ist geschweißt hier. Richtig aufgebrutzelt. Da hoch. Den schraube ich jetzt fest. Ha ha ha.
Anuk, das ist viel zu groß, das Fahrrad für dich. Steig bitte sofort ab. Das ist und halt an. Gefährlich. Halt an. Aber los, Wolfgang. Was ist denn los? Wolltest du einen Laden zugehabt werden am Mittag? Also, ja, jetzt hab ich zu, ja. Siehst du, was los ist? Vier Kinder hier. Vier Kinder an der Backe. Shopper Lady. Cool. Na komm, zurück. Das ist ja fett, ey. Ist ja unglaublich. Jetzt hat das erstmal kapiert. Die wollten jetzt das Geld wieder haben, weil sie einen platten Reifen haben in Berlin. Und weil ich das ja hätte wissen müssen, dass in Berlin die Reifen platt gehen. Ist das ein Ding, ey. Das hat gar nicht. Er kann doch nicht drei Räder vermieten und dann geht eins platt und die. Gestern Abend vermietet, gestern Abend ist es platt gegangen. Heute Morgen sind sie nicht gekommen. Gestern Abend sind sie nicht zurückgekommen. Hätten sie doch schnell zurückkommen können mit unserem Rad. Mensch, immer Tempelhof. Ja! Was denn? Misch. Also, hast du dir dein Fenster mit? Ja? Hast du dir das selber ausgedacht? Ja, bin ich. Ja, aber ich hab das. Aber das ist in Ordnung. Wir hatten das schon mal gemacht, soweit in der Art. Ja. Das sind ja nur zwei. Ich hab's nur irgendwo anders festgemacht. Ja, finde ich gut. Das sind nur die zwei Dinger. Das Ding ist, von Karstadt gibt's, habe ich gesehen, noch diese Emser Blumenkästen. Und die Schräg hast du selber gebaut. Die Schräg habe ich selber gebaut. Ja, also brauchst du sowas noch oder was? Warum, Keller? Baby Harley. Deswegen sagen wir jetzt auch mal Feierabend und tschüss. Genau, Feierabend und tschüss. Also macht's gut, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Gute Nacht.